Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. Herzlich willkommen zur heutigen Online-Buchvorstellung des Ortsfamilienbuches mit Häuserchronik von Lehmingen und Lohe. Ich freue mich, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben. Wir wollten das Ganze ja heute Nachmittag in Lehmingen vor Ort in Präsenz machen, aber sind wieder zu was anderem gezwungen worden. Gott sei Dank haben wir den WebEx-Vertrag noch nicht gekündigt, glücklicherweise. Und so können wir jetzt hier auch mit diesem Format heute Abend das stattfinden lassen. Ich freue mich wirklich, dass ich in so viele Gesichter heute blicken kann. Es war für mich natürlich auch sehr spannend, wie wird diese Online-Buchvorstellung heute auch angenommen. Und es freut mich wirklich, dass sich so viele zugeschaltet haben. Ja, Lehmingen und Lohe sind zwei Dörfer mit einer langen Geschichte. Und auch aus meiner Erfahrung wird Geschichte ja besonders spannend, wenn sie erlebbar und wenn sie greifbar wird. Und wenn gelingt, eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Doch dazu muss an ganz vielen unterschiedlichsten Fundstellen und an so vielen, ja, vielleicht auch ein bisschen abgelegeneren Stellen die Geschichte zusammengetragen werden. Und jeder von Ihnen, der sich schon mal mit Archivarbeit oder geschichtlicher Recherche beschäftigt hat, weiß, wie viel Mühe, wie viel Arbeit es macht, diese Geschichte Mosaikstein für Mosaikstein zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen und diese Geschichte mit Leben zu füllen. Und deswegen möchte ich mich an der Stelle erstmal ganz herzlich bei allen bedanken, die geholfen haben, dieses Ortsfamilienbuch, diese Ortschronik, dieses Stück Geschichte unserer Stadt beziehungsweise die Geschichte eines unserer Stadtteile zu erarbeiten. Und zuallererst deswegen natürlich ein großes Dankeschön an den Herrn Beck. Ich weiß, mit wie viel Liebe, mit wie viel Engagement und Herzblut er an sich bei den Rieser Kulturtagen dabei ist und wie viel ihm auch Lehmingen bedeutet, dass er eben jetzt hier in diesem Buch auch nochmal eine neue Facette der Geschichte mit beleuchten will. Danke auch an den Kreisheimatpfleger Herbert Detweiler für sein Engagement und natürlich auch den Förderverein Lehmingen, der die Bezahlung und die Druckkosten großzügig übernommen hat. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle, die mit Bildern und ihrem Wissen dieses Projekt unterstützt haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von Ihnen, dass wir alle heute lieber persönlich nach Lehmingen gekommen sind, wären. Ich denke, es ist ja nicht nur wichtig, dass in so einem Buch dokumentierte Geschichte ausgetauscht wird, sondern es ist ja auch immer die Menschen, die hinter der Geschichte stehen und die Menschen, die diese Geschichte weitertragen und das dann auch vor allem im persönlichen Austausch machen können. Nichtsdestoweniger, die Situation ist, wie sie ist. Es war nochmal viel Flexibilität gefragt, aber das sind wir ja auch von den Rieser Kulturtagen mittlerweile gewohnt, dass diese Flexibilität vorhanden ist. Und deswegen wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen jetzt heute einen schönen, spannenden, interessanten Abend. Und ich wünsche mir, dass diese Buchvorstellung noch eine ganze Weile auch Dorfgespräch in Lehmingen und Lohe sein wird, dass Sie sich noch lange an dieser Dokumentation der Vergangenheit erfreuen können und dass Sie natürlich heute auch viel Neues über diese beiden sehr spannenden Dörfer erfahren werden. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen einen spannenden, interessanten Abend. Vielen Dank. Zunächst freue ich mich, dass ich eingeladen wurde, um auch bei dieser Buchvorstellung ein Grußwort sprechen zu dürfen. Viel lieber hätte ich dies bei der geplanten Präsenzveranstaltung heute Nachmittag getan, aber Corona hat uns dies durch die bereits vierte Welle wiederum vermasselt.
Aber wir haben ja heuer schon zahlreiche Online-Veranstaltungen abgehalten und darin genügend Erfahrung. Die Riese Kulturtage waren da ja ein Vorzeigebeispiel. Ein weiterer Punkt auf der inzwischen sehr beeindruckenden Karte der nordschwäbischen Orte kann gesetzt werden, für den es nun ein Ortsfamilienbuch mit einer Häuserchronik gibt. Dieser Doppelpack in einem Buch ist bei Gerhard Beck ja schon Standard. Für beide Aspekte ist ja die Auswertung sich oft überschneidender Quellen relevant. Bei Wikipedia habe ich gelesen, dass der Ortsteil Lehmingen nur etwa 270 Einwohner hat. Wenn nun so ein stattliches Buch erscheinen kann, dann heißt das doch, dass es eine sehr spannende Geschichte aufzuweisen hat, die natürlich auch entsprechend recherchiert werden musste. Ein Ortsfamilienbuch mit Beginn 1596 ist für Nordschwaben, wenn auch nicht außergewöhnlich, so doch selten und lässt für einen Ahnenforscher auf sehr frühe Vorfahren hoffen. Da ich als Landesvorsitzender der Familienforscher Bayerns einen sehr guten Überblick über die Forscherszene in anderen Regionen Bayerns habe, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier in Nordschwaben vor über 25 Jahren eine exzellente aktive Forschergruppe etabliert haben. Die Gruppe nennt sich Stammbaumtisch Nordschwaben, intern auch als Ries Connection bekannt. Die Dichte von veröffentlichten Chroniken und Ortsfamilienbüchern sucht ihresgleichen. Wer Ahnenforschung betreibt, merkt sehr bald, dass seine Wurzeln weit verstreut sein können, dass Menschen früher durchaus mehr mobil waren, als man gemeinhin glaubt. So sind unsere Ortsfamilienbücher und Ortschroniken auch andernorts sehr beliebt. Ich schätze mal, dass diese Bücher etwa zu einem Drittel auch außerhalb der Region verkauft werden. Ganz aktuell liegen mir schon einige Bestellungen aus der Forscherszene vor. Bei einer Präsenzveranstaltung hätte ich heute gleich mal einen Karton Bücher mitgenommen. Der aktivste unserer Forschergruppe ist zweifellos Gerhard Beck. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal grob durchzuzählen, wie viele Ortsfamilienbücher und Chroniken hauptverantwortlich aus seiner Feder stammen und komme auf die stolze Zahl von 22. Ganz zu schweigen von den vielen angelegten Dateien für weitere OFBs, die ihrer Fertigstellung harren. Wie schafft man das überhaupt? Diesem Rätsel kommt man dann näher, wenn man mal das Vorwort des vorliegenden Buches liest. Dort berichtet Gerhard nämlich, wie er mit seinem Freund als damals 12- und 13-jährige Buben einen ersten Pfarramtsbesuch ausgerechnet in Lehmingen abstattete, um in den Kirchenbüchern nach Vorfahren zu suchen. Er kam auch nicht ganz unvorbereitet. Einen Lesekurs für die alte Schrift hatte er zuvor bei seiner Oma absolviert. Den verwunderten Blick des Pfarrers kann man sich wohl vorstellen. Da ich selbst schon einige Ortsfamilienbücher und Chroniken in Eigenregie und Kooperation verfasst habe, kann ich gut beurteilen, welche immense Fleißarbeit dahinter steckt und welches Fachwissen erforderlich ist, um derart erfolgreich mit dieser Serie von Publikationen unterwegs zu sein. Ich wünsche dem Buch eine gute Aufmerksamkeit und Verbreitung, den Lesern viel Freude und gute neue Erkenntnisse. Der Gemeinde gratuliere ich zu diesem tollen neuen Werk und dir, lieber Gerhard, ein Riesenkompliment für die großartige Arbeit. Dem Förderverein Lehmingen, welcher freundlicherweise die Druckkosten übernommen hat, wünsche ich ein gutes Weihnachtsgeschäft. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf den Höhepunkt der Veranstaltung, nämlich die Buchvorstellung. Lieber Gerhard, jetzt übergeben an dich. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ich habe heute die Ehre, Ihnen das Ortsfamilienbuch und die Häuserchronik von Lehmingen und Lohe etwas näher zu bringen und das neu erschienene Buch vorzustellen. Wir haben ja schon eine ganze Reihe von Festschriften und Büchern über Lehminger Geschichte. Vor allem sind die geschichtlichen und heimatkundlichen Beiträge natürlich auf das großartige Engagement und die Tätigkeit vom Kreisheimatpfleger Herbert Detweiler zurückzuführen, der eigentlich jede Festschrift
genutzt hat, um hier heimatkundliche Beiträge mit einzubringen und auch die 1000-Jahr-Feier wurde mit einem Buch gekrönt damals. Leider hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass diese Ersterwähnung aus dem Jahr 1009 gar nicht haltbar ist und so muss man die erste schriftliche Erwähnung auf 1153 ändern und datieren, aber das ist nicht so schlimm, dann kann man jetzt einfach in kurzer Zeit auch wieder das 900-Jährige feiern. Also hat auch Vorteile. Ja, Spaß beiseite, warum denn jetzt noch ein Buch? Also das Ortsfamilienbuch und die Häuserchronik haben einen ganz anderen Ansatz als viele andere geschichtlichen Beiträge. Es geht nämlich hier um die Erfassung der Familien in erster Linie und die Besitzreihen der Häuser. Es wurde auch einiges an interessanten Themen noch entdeckt, das hier dann auch mit im vorderen Bereich mit abgedruckt und behandelt ist. Als erstes möchte ich ein paar Namen zeigen und vorlesen von Leuten, die hier sehr mitgeholfen haben. Die Ingrid Stark aus Lehmingen hat sehr viele Häuserfotos aus einer alten Bildersammlung zur Verfügung gestellt. Herbert Detweiler wurde schon genannt. Er hat ganz viele Informationen und Fotos beigesteuert, hat auch an der Verwirklichung jetzt des Buches sich sehr rührend und sehr dankenswerterweise mit beteiligt. Pfarrer Thomas Pfundner hat in seiner Zeit, als er in Lehmingen tätig war, viele Vorarbeiten gemacht für diese Häusergeschichte, vor allem aber auch für die andere Ortsgeschichte und auch Fotos gesammelt. Volker Schürer hat neben seiner Tätigkeit im Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft auch Fotos und Informationen geliefert und der Verein mit Harald Handel hat schließlich auch die Finanzierung des ganzen Buches übernommen und nimmt jetzt auch den Vertrieb in die Hand. Alle anderen Lehminger Bürgerinnen und ehemalige Lehminger haben natürlich auch, sofern sie Bilder und Daten geliefert haben hier großen Dank verdient. Ich beginne ganz kurz mit der Vor- und Frühgeschichte. Es wird in dem Buch recht kurz gehalten. Es ist ja auch in dem Ortsbuch von 2009 schon ein Aufsatz darüber, über die vorgeschichtliche Besiedlung. Es gibt hier auch ein paar neue Erkenntnisse, die ganz kurz mit eingebaut sind. Was bisher völlig unbekannt war, sind die sogenannten Wölbecker. Wir haben seit mit Luftbild und Befliegung sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen werden, haben wir wirklich auch eine ganze Reihe von Befunden von sogenannten Wölbeckern in ganz Bayern. Das sind Strukturen von altem Ackerbau, wo man sie eigentlich nicht vermutet. Es gibt im Ries relativ wenig Waldflächen und es hat sich naturgemäß dieser alte Ackerbau, diese Spuren davon unter Waldflächen erhalten, weil im Ackerland selber das natürlich alles überpflügt ist. Wir haben im Bereich des Loher Kopfes solche deutlichen Strukturen heute im Wald zu erkennen noch. Auf den Schummerungsbildern im Bayernatlas kann das jeder im Internet abrufen und man sieht hier, wie mit dem Rechen gezogen diese alten Ackerbeete, die sind etwa 7,5-8 Meter breit, also haben den einfachen Grund, dass die Entwässerung gesichert wird, wenn feuchte Jahre sind und damit der Ackerbau erleichtert wird. Und wir haben in diesem Bereich auch jüngere Spuren, da wurde dann etwas verkleinert, die Breite dieser Wölbecker. Das muss dann in der Neuzeit passiert
sein. Und das Interessante ist, dieser Lohe Kopf hat eine Meereshöhe von etwa 500 Metern. Man glaubt eigentlich kaum, dass die Leute an so exponierten Stellen auf so hohem Gelände auch Ackerbau getrieben haben, aber das hat offenbar im Mittelalter so stattgefunden. Unten sehen Sie das Ganze auf einer Urkarte von 1820, diesen Bereich, also alles bewaldet. Hier unten diese 19 Beete, diese Fläche, die dann hier auch teilweise mit Wölbeckern vorzufinden ist. In Lehmingen natürlich das Zentrum, die alte St. Martinskirche, eine Urpfarrei, die eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Wir haben hier alte Ansichten von außen mit den alten Gebäuden des Pfarrhauses und Pfarrstadels, hier auch eine alte Innenansicht und einen Bauplan des alten Pfarrhauses von 1730 im Harburger Archiv, im Fürstlich-Oettingischen Archiv auf der Harburg. Die Siegelabdrücke vergangener Geistlicher hat ein sehr eifriger Pfarrer gesammelt und etwas unorthodox herausgeschnitten aus alten Urkunden und hier auf so einer Siegelsammlung zusammengefasst. Das befindet sich heute im Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg. Die Pfarrer in Lehmingen seit 1366, eine ganz stattliche Namensreihe. Wir haben hier im Buch auch die letzten drei Pfarrer, vermutlich auch geht mit der Frau Ammon, die ja jetzt nicht mehr in Lehmingen ist, diese Tradition zu Ende. Pfarrer Pfundner kennen Sie, Rodrian ist auch den Lehmingern ein Begriff und eben die letzte Pfarrerin Maria Ammon. Wichtig für die Geschichte von Lehmingen ist das Kloster Auhausen im benachbarten Dorf Auhausen. Die fast komplette Grundherrschaft in Lehmingen hat diesem Benediktinerkloster unterstanden. Und wir sehen hier links eine alte Abbildung auf dem Auhausener Schäufelin-Altar mit der damaligen Klosteranlage. Rechts eine Landkarte aus dem Jahr 1656 und hier auch Lehmingen zu sehen, Oettingen mit seiner Gerichtsstätte, also dem Galgen und dem Rad als Symbol für das Rädern, für das Hinrichten. Und hier drüben eben auf der anderen Seite Auhausen, schon im markgräflich-ansbachischen Ausland gelegen für die Oettinger, für die Lehminger, aber das zuständige Verwaltungsort. Hier als ganz interessantes Detail auch die alte St. Georgskirche von Auhausen, auch perspektivisch zwar falsch dargestellt, aber ganz gut zu erkennen. Die einzige Darstellung, mir ist bisher keine andere bekannt gewesen, diese alte Dorfkirche, die es neben dem Kloster gegeben hat, hier zeigt. In Auhausen wurde auch die Protestantische Union 1608 gegründet. Es gibt hier im Archiv in Harburg auch einige Schriftstücke dazu. Es gibt Listen, was die ganzen Untertanen unter anderem auch von Lehmingen hier an Lebensmitteln liefern mussten und was hier alles verzehrt worden ist. Der 30-jährige Krieg ist natürlich ein ganz einschneidendes Ereignis. Ich habe hier die entsprechende Seite des Jahres 1634, kurz vor der Katastrophe von Nördlingen. Die Schlacht bei Nördlingen hat ja wirklich das ganze Land in großes Elend gestürzt. Die folgende Hungersnot mit den ganzen Krankheiten, Epidemien ist ein riesiges Drama, hat auch zum Wegzug von massenhaft Menschen geführt, weil einfach hier
große Hungersnot geherrscht hat. Und wir sehen hier 16:34, es läuft hier durch bis zum 20. November. Der Pfarrer hat halt hier also sehr, sehr lange durchgehalten in Lehmingen. Er hat sogar noch im Januar und Februar 16:35 einzelne Eintragungen gemacht, aber dann wurde die Not und der Hunger in der Bevölkerung so groß, dass auch er die Stelle verlassen musste. Und man sieht hier, 16:43 geht es dann weiter, dass einige Jahre hier komplette Funkstille geherrscht hat, zumindest von den schriftlichen Überlieferungen her. Und wir haben sehr viele Beispiele von Schicksalen, Leute, die erschossen worden sind von Soldaten und Ähnlichen, die hier auch mit nachzulesen sind. Nach dieser Tragödie war das Land natürlich auch etwas ausgeblutet. Es war in Lehmingen etwa die Hälfte der Hofstätten öde und der Menschen weg. Und deswegen gab es hier die Möglichkeit für Glaubensflüchtlinge aus dem Ländlein ob der Enns vor allem, sich hier anzusiedeln. Und wir haben in Lehmingen eine ganze Gruppe, also verschiedene Familien und Personen, die aus einer einzigen Pfarrei, nämlich aus Neukirchen am Walde, stammen und dort auf verschiedenen verstreuten Bauernhöfen gelebt haben und hier alle relativ zeitgleich die Koffer gepackt haben sozusagen und sich nach Lehmingen aufgemacht haben. Wir haben einige Bauernhöfe, die wir auch genau identifizieren können. Hier der Mühlberger Hof, es ist eine Familie Mühlberger von dort gekommen, der Name mittlerweile in Lehmingen ausgestorben, aber die Schachner sind noch in der Region und auch im Dorf bekannt. Und der Schachenhof hier rechts unten im Bild ist auch klar zuzuordnen und liegt in dieser Pfarrei. Ganz spannend auch, dass es von Neukirchen am Walde ein Kirchenbuch im Internet abrufbar gibt. Und hier habe ich schon vor langer Zeit einen interessanten Hochzeitseintrag gefunden, der meine Vorfahrenfamilie Schachner auch betrifft. Ich hatte dann auch den Verdacht schon, dass hier dieser Wolf Dietl, der hier geheiratet hat, aus Strass, der spätere Wolfgang Strassner in Lehmingen sein könnte. Die Namenskombination hat darauf hingedeutet. Und kurz vor der Fertigstellung des Buches hat sich das auch durch ein Schriftstück in einer Erbschaftsangelegenheit bewahrheitet. Hier hat also dieser erste Strassner seinen Familiennamen noch geändert von seinem Herkunftsort, von der Ortschaft, aus der er gekommen ist. Und es ist der Begründer der Strassner im Ries und in Lehmingen. Auch wird in dem Buch ganz kurz auf die Musterungslisten eingegangen. Also die Ansbacher Markgrafen, aber auch die Grafen von Oettingen haben ihre Untertanen verpflichtet, sich zu bewaffnen für Notfälle und für Kriegszeiten. Und diese Listen von diesen Musterungen sind im Harburger Archiv auch erhalten. Sehr ausführlich geführt worden in Auhausen, das ja zuständig war für Lehmingen. Und 1588 haben wir hier Nennungen von Sturmhüten, Fäustlingen, Hakenbüchsen, Spießen und ähnlichen Ausrüstungsgegenständen, die also die Lehminger bereithalten mussten und mit denen sie auch Schießübungen machen mussten, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Nach dem 30-jährigen Krieg gab es auch noch derartige Musterungen. Hier sind dann auch die Pferde oder die Berittenen genannt, die eben hier bei den Musterungen zu erscheinen hatten.
Es war bisher auch bekannt, dass es in Lehmingen ein großes Brandereignis gegeben hat. Im Zuge der Forschungen jetzt konnte ich nach langem Suchen auch das genaue Datum dieser Brandkatastrophe herausfinden. Das ist in diesem sehr schlampig und grausam geschriebenen Sterbeeintrag des Wolfgang Strassner vermerkt, der 25. August nämlich, denn dieser Wolfgang Strassner ist beim Aufrichten eines Hauses, er war Zimmermann, verunglückt, ist danach gestorben und hier hat eben der Pfarrer mit vermerkt, dass am 25. August dieser grausame Brand in Lehmingen gewütet hat, bei dem 23 Häuser abgebrannt sind. Das war 60% etwa des Ortes, des kleinen Dorfes damals. Damals ist auch der alte Zehnstadel in Lehmingen abgebrannt, der sich neben dem Gemeinschaftshaus befindet, im Anwesen Griesbauer. Er wurde dann auch wieder aufgerichtet und wieder neu erbaut und steht so bis in die heutige Zeit. Wir haben hier zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven und dieser Zehnstadel hat also bis um 1850 die Funktion einer gemeinschaftlichen Scheune zum Sammeln der Zehntfrüchte gedient und wurde erst dann zur Scheune dieser Familie Griesbauer. Also inmitten dieses Anwesens befindet sich eine Scheune, die eigentlich für öffentliche Funktion gedient hat. Also eine etwas kuriose Situation, die auch natürlich immer wieder zu Konflikten geführt hat. Wer darf durchfahren? Wann muss das Stadeltor geöffnet oder geschlossen sein, damit der eigentliche Hofbesitzer hier nicht behindert wird? Der Landesvergleich von 1796 ist auch eine sehr spannende Sache. Ich habe es ja schon angedeutet, Lehmingen liegt in der Markgrafschaft Ansbach, direkt als vorgeschobener Posten in der Nähe zur Stadt Oettingen, zur Residenzstadt der Oettinger Grafen. Und gleichzeitig hatten die Oettinger in der Nähe von Gunzenhausen Besitz in Sammenheim und in dieser Gegend. Und deswegen haben die Regenten in großer Voraussicht und weitschauend Verhandlungen aufgenommen. Alexander von Brandenburg-Ansbach hat mit dem Fürsten Alois II. Zu Oettingen-Spielberg über eine Gebietsarrondierung verhandelt. Und beide sind dann auch weitergekommen. Allerdings ist der Alexander von Ansbach dann nach England gegangen, wurde Privatier, hat sein ganzes Markgrafentum verkauft an die Preußen und deswegen gingen die weiteren Verhandlungen über Preußen. Der Friedrich Wilhelm II. Hier in der Mitte im Bild war dann der, der mit den Oettingern diesen Vertrag zu Ende geführt hat. 1796 wurde das Ganze dann ratifiziert und die Preußen haben dann festgestellt, dass sie auch ein bisschen über den Tisch gezogen worden sind von den Oettingern, weil sie eben als Quereinsteiger in diesen Vertrag nicht so sehr involviert worden sind. Es wurde dann nachgebessert. Beide Verhandlungspartner, der Fürst und der König von Preußen, sind im Jahr 1797 verstorben. Und bis dann endlich alles unter Dach und Fach war, die letzten Korrekturen waren schon die jeweils nächsten an der Macht. Wir haben im Buch auch einige Schätze aus dem Heimatmuseum. Ich danke der Frau Dr. Ostenrieder auch ganz herzlich, dass sie mir die Bilder so unkompliziert zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ein Fotoalbum von 1869, ganz bemerkenswert, eben diese
frühesten Fotografien, die hier in der Gegend gemacht worden sind. Wir haben dieses Album, stammt übrigens von Kurt Meyer. Und wir haben im Vorspann dieses Albums eine Widmung von zwei Lemmingerinnen. Die eine hat also der anderen dieses Album geschenkt. Leider sind die ganzen tollen Fotos nicht beschriftet. Und so können wir nur spekulieren, dass dieser Soldat in seinem Kürass vielleicht einer der Beteiligten und dass vielleicht auch diese Familie hier die entsprechende Familie gewesen ist. Aber wir wissen es nicht genau. Bei dem Feuerwehrfoto von 1910 hingegen haben wir eine komplette Namensauflistung. Herbert Detweiler hat hier mit alten Lemmingern zusammen ganz vorbildlich eine Aufstellung gemacht, wer ist wer, hat es auch in der Feuerwehrfestschrift ganz akribisch mit dargestellt und so der Nachwelt erhalten, so wie es sich gehört und so wie es für jeden eigentlich zu empfehlen ist. Bilder immer beschriften, Namen drauf. Heute ist es eh kein Thema mehr, weil jeder Zehntausende Digitalfotos hat. Dann wird irgendwann die Nachwelt sowieso nichts mehr wissen. Die Handwerker sind auch aufgelistet, die hier in Lemmingen in der Vergangenheit tätig waren. Wir haben verschiedene Fotos, auch Listen von den ganzen Berufen von den ganzen Schmieden, die hier tätig waren im Laufe der Zeit. Adolf Lender hier in der alten Schmiede dargestellt in Lemmingen. Oder der Webstuhl der Familie Kopfberger, der bis nach dem Ersten Weltkrieg, also sehr lange in Betrieb gewesen ist und jetzt im Heimatmuseum, ich glaube allerdings nur im Depot sich befindet. Er hat eine Signatur, er ist also mit Jahreszahl und Initialen beschriftet, die allerdings, wir können das jetzt ganz genau sagen, nicht zu einer Familie aus Lemmingen gehören können. Also dieser Webstuhl muss, nachdem er 1793 gefertigt worden ist, von einer Lemminger Familie gebraucht, irgendwo aus einem anderen Ort erworben worden sein. Also alles deutet darauf hin. Auch die Schule wird natürlich in dem Buch kurz angerissen. Alles nur kurz und knapp, weil ja die meisten Kapitel, so auch die Schule, in anderen Festschriften und in anderen Veröffentlichungen bereits genau beschrieben worden sind. Eine Liste der Auswanderer nach Amerika findet sich auch mit drin. Wir haben hier sogar ein schönes Foto von einem Christian Fackler, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Verlobten, einem Flüchtlingsmädchen, nach Amerika ausgewandert ist. Bilder aus der alten Dorfgeschichte, Dorfansichten sind auch ein paar mit drin. Wir sehen hier zwei davon. Und ganz wertvoll, dieses herrliche Luftbild aus dem Jahr 1938, das wirklich gestochen scharf ist und das glücklicherweise auch gerettet worden ist und dokumentiert werden konnte. Wir haben hier ganz tolle Details, die Gänse am Wörnitzufer, die aufgestellten Getreidemandeln und sehr, sehr viele Details auf dieser wirklich gestochen scharfen Aufnahme, die für alle möglichen Detailaufnahmen auch immer gut geeignet ist. Also man kann hier jedes Anwesen erkennen und hier die einzelnen Ausschnitte auch herausnehmen. Die Kriegsteilnehmer wurden auch genau zugeordnet. Also wir haben im Buch eine Liste. Ich habe hier sämtliche Teilnehmer zugeordnet mit Geburtsdatum, dass man die auch wirklich genau unterscheiden kann. In einem kleinen Dorf wie Lemmingen ist es relativ einfach, aber es gibt noch Namensgleichheiten, wenn zwei Friedrich Straßner
in den Listen auftauchen, dann muss man schauen, welcher ist es denn wirklich. Zu den Heimatvertriebenen hat Herbert Detweiler einen aktuellen Beitrag beigesteuert. Walter Sperl hat seine Lebensgeschichte geschildert, die wurde niedergelegt und als Beispiel hier für die Heimatvertriebenen mit aufgenommen. Wir haben ja in einer der früheren Veröffentlichungen schon eine Liste mit den ganzen Namen, die bekannt sind. Auch der Heimatdichter Friedrich Völklein soll nicht unerwähnt bleiben. Er stammte ja aus Lehmingen und an seinem Geburtshaus wurde 1986 hier diese Gedenktafel, die heute noch existiert, auf Initiative von Erwin Schachner angebracht. Nun zur Häuserchronik ganz kurz ein Durchritt durch die verschiedenen Häuser. Wir haben also von jedem Anwesen eine Beschreibung, eine Besitzreihe, soweit es zurückgeht. Hier beim Bauernhof Facklerhaus Nummer 7 geht es bis 1522 zurück mit einer lückenlosen Besitzerfolge, also jetzt schon 500 Jahre mittlerweile. Wir haben hier eine alte Aufnahme dieses Hofes, ein altes Bild, soweit es verfügbar ist. Das Gasthaus zur Rose, Haus Nummer 10. Hier ist auch ein ganz interessanter Schwank überliefert. Und zwar hatte die Hoheit über dieses Anwesen die Grafschaft Oettingen und deswegen kam es zum Streit mit Auhausen. Die Auhausener haben dann eine Truppe bzw. die Ansbacher eine kleine militärische Einheit nach Lehmingen geschickt. Die haben hier die Bierfässer zerstört, welch ein Frevel, und haben damit eben ihren Anspruch auf die Dorferschaft dokumentiert. Hier das Geburtshaus meiner Großmutter, Haus Nummer 24 beim Steffi, ist der Hausname. Auch hier reicht die Besitzerfolge bis 1604 zurück. Und seit 1702 ist dieser Hof hier ganz links im Bild im Besitz der Familie Schachner. Haus Nummer 26 in der Nachbarschaft. Hier haben wir nur ein neues Bild, ein Luftbild, passt aber auch ganz gut rein. Auch hier reicht die Besitzerreihe bis 1604. Der Meierhof ist etwas weiter zurückzuverfolgen. Hier in der Bildmitte ist der Lehminger Meierhof, der zwischenzeitlich in zwei kleinere Bauernhöfe aufgeteilt worden ist und im Buch auch mit den ganzen Besitzern und mit der Hofteilung beschrieben ist. Die alte Brauereiwirtschaft Angerer ist hier mit einem Bauplan, der auch neu entdeckt worden ist, dokumentiert. Hier ein Bild aus früheren Zeiten und die Lage des alten Bierkellers nahe bei Lochenbach in der Flur Lugendorf, nicht zu verwechseln mit dem Flurnamen Luckenhof auf der anderen Seite der Wörnitz. Auch dieser Bierkeller ist schon längst Geschichte und ist hier mit diesem Lageplan noch dokumentiert. Das Brechhaus in Lehmingen ist auf dieser tollen Luftaufnahme von 1938 zu sehen als Detail und ist hier markiert. Also eine ganz wunderbare Aufnahme. Und dieses Foto vom Bahnwärterhaus an der Bahnstrecke jenseits der Wörnitz kam leider erst, als die Drucklegung bereits begonnen hat des Buches und konnte so nicht mehr abgebildet werden. Wir haben ein paar Einlegeblätter auch für die Verwandtschaft, die also hier mit zu tun hat mit diesen Bewohnern des Häuschens und haben die hier mit eingelegt. Der Herbert Detweiler hat das mit initiiert. Aber zumindest haben wir das jetzt dokumentieren können
von diesem Haus gab es vorher keine Ansicht, keine Darstellung. In Lohe reichen die Besitzereien der vier Bauernhöfe bis 1540 zurück. Die Höfe gehen auf jeweils Halbhöfe zurück. Also es waren zwei alte Bauernhöfe, die dann eben jeweils halbiert worden sind und dann zu vier Bauernhöfen geworden sind. Interessant ist in Lohe, es gab auch ein Hirtenhaus, das hier an der Stelle dieser Feldscheune sich befunden hat, hier links im Bild. Und es gab eine kleine Kapelle. Lohe war früher ein ganz katholischer Weiler und im 19. Jahrhundert wurden dann alle vier Anwesen von evangelischen Besitzern erworben. Und so hatte diese Kapelle keine Verwendung mehr, wurde dann 1876 abgebrochen und aus dem Baumaterial in der Nähe von Ehingen eine etwas größere Kapelle errichtet. Wir sehen sie hier rechts im Bild. Das Ortsfamilienbuch ist eigentlich eine sehr trockene Angelegenheit. Ich kann Ihnen natürlich nur hier ein Beispiel geben, wie das Ganze funktionieren soll. Es ist auch im Buch beschrieben. Also es sind alle Familien bis 1930 aus Datenschutzgründen nur aufgeführt. Hier zum Beispiel die Familie meiner Großmutter. Wir sehen hier also das Hochzeitsdatum, die Hausnummer, wo die Familie gelebt hat. Dann Name, Beruf, Sterbedatum des Johann Michael Schachner, Bauer in Lehmingen beim Steffi und dann seiner Frau. Die beiden hatten 9 Kinder und von diesen 9 Kindern ist eines als Kleinstkind gestorben mit 13 Tagen und eine andere Tochter mit 13 Jahren an Diphtherie verstorben. Die anderen 7 wurden erwachsen und haben geheiratet und hier ist eben immer der Verweis, wo die hingekommen sind. Wenn das Ganze in Lehmingen weitergeht, dann ist hier nur ein kurzer Hinweis als praktisch Querverweis. Wenn es nach auswärts geht, dann etwas ausführlicher. So sind alle Familien vor 1930 hier beschrieben. Hier ein Bild der Familie Schachner, die mich natürlich etwas näher beschäftigt. Rechts ist meine Großmutter im Bild, links ihre 5 Brüder anlässlich der Hochzeit der anderen Schwester. Und wir haben uns gefragt, auch die Frau Engel, die mir dieses Bild zukommen hat lassen, warum denn der 5. Bruder hier nicht in Festtagstracht auf der Hochzeit seiner Schwester ist. Es hat den einfachen Grund, er musste das Pferd anscheinend, das der Schwiegersohn und seine Frau zum Geschenk bekommen haben, holen und das konnte man natürlich nicht im Anzug machen. Eine andere Familie, die dokumentiert ist, ist die Familie Steingruber aus Lehmingen. Es befinden sich die Wurzeln des ansbachischen Hofbaumeisters Johann David Steingruber in Lehmingen. Sein Vater ist hier in diesem Anwesen neben der Wirtschaft geboren, hat dann später nach Wassertrüdingen geheiratet und der Sohn, wie gesagt, ist dann der spätere ansbachische Hofbaumeister, der den Markgrafenstil etabliert hat. Und wir sehen hier als Beispiel ganz klassisch eine Markgrafenkirche in Treuchtlingen. Viele Dutzend solcher Kirchen hat er geplant, entworfen und mitgebaut und ist also wirklich in Fachkreisen sehr bekannt. David Steingruber ist also ein Begriff, sein Vater, wie gesagt, ein Lehminger. Es geht dann weiter mit verschiedenen Familien hier. Ein Beispiel
Familie Amslinger, Haus Nummer 22 in Lehmingen. Das Bild von 1961, die Hochzeit von Karl und Marianne. Und ganz spannend, wenn man hier zwei Generationen zurückgeht, dann findet man das Ehepaar Johann Friedrich und Sophia Elisabeth Amslinger. Und die hatten insgesamt 8 Kinder. 5 davon sind an Diphtherie gestorben. Also damals war man froh, wenn man eine Impfung hatte. Heute kritisiert man es teilweise. Von diesen Kindern sind nämlich im September 1875 2 als Kleinkinder verstorben. Und 20 Jahre später hat diese Krankheit noch einmal 3 Töchter im Alter zwischen 12 und 18 Jahren dahingerafft. Also ein wirklich dramatisches Schicksal. Und solche Dinge findet man eben auch im Ortsfamilienbuch. Man kann ganz schön auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung nachvollziehen. Man sieht die ganz, ganz hohe Kindersterblichkeit auch in der früheren Zeit, die eindrücklich zu sehen ist, auch wann die ärztliche Versorgung oder die Behandlung in Krankenhäusern begonnen hat. Solche Dinge kann man also auch neben der einfachen Forschung nach der eigenen Familie nachlesen. Hier die Familie Angerer. Dann die Pfarrer sind natürlich auch als Familie mitbeschrieben. Ein herausragender Geistlicher in Lehmingen war Pfarrer Hermann Klaus. Er war 1898 bis 1912 in Lehmingen und war Mitbegründer des Vereins für Bayerische Kirchengeschichte und Herausgeber der Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte und hat auch ein Buch über österreichische und salzburgische Exulanten in der Grafschaft Oettingen verfasst. Auch solche Hinweise und Bilder sind im Buch zu finden. Hier wieder eine Familie, ein Ehepaar aus dem Dorf, Karl und Maria Dommel, die 1918 geheiratet haben. Hier die Familie Fackler im Jahr 1934. Ein Bild der Familie Kisslinger, unten der Grabstein, der Familiengrabstein. Dann die Familien Schachner. Es gibt ja verschiedene Familienzweige. Man kann in dem Buch dann auch nachvollziehen, wann sich die jeweiligen Familienäste getrennt haben und auseinandergegangen sind. Und hier die Familie Völklein. Anlässlich der Silberhochzeit im Jahr 1902. Hier mit dem Heimatdichter Friedrich Völklein. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen restlichen, schönen zweiten Advent. Better off. I am crooked, you're clean cut.